Wenn Geflüchtete zum Arzt gehen, ergeben sich verschiedene Probleme und Hürden. Die größten Probleme sind immer noch die Kommunikation, das hat sich nicht verändert. Die meisten ausländischen Patienten kommen in Akutsprechstunde, die sind Angstpatienten. Die haben Angst, dass sie nicht zurechtkommen, dass sie sich verlieren. Wir sind noch keine Ärzte, aber gleichzeitig haben wir ja durch das Studium eine gewisse Kenntnis. Und die Frage war, wie können wir das am besten nutzen? Medidus ist eine Initiative von Medizinstudierenden. Unser Ziel ist, die medizinische Versorgung von geflüchteten Menschen zu verbessern und sie besser in das deutsche Gesundheitssystem zu integrieren. Ältere Kommilitonen haben 2015 gesehen, wie in den Krankenhäusern die Situation immer prekärer wurde und man große Probleme mit der Sprache hatte. Und da kamen wir auf die Idee, einzelne Begleitungen vorzunehmen, um quasi die Menschen in die Regelversorgung zu führen, als Lotse. Es gibt immer Medizinstudent und Dolmetscher. Der Medizinstudent ist seine Aufgabe auf einfacher Deutsch, der Dolmetscher zu erklären, was der Arzt gesagt hat. Und der Dolmetscher muss das auf einfache Sprache der Patient erklären. Wir stellen keine Diagnosen, wir untersuchen nicht oder sowas. Ich denke, dadurch, dass wir es dem Arzt einerseits vereinfachen, machen wir ihm die Kommunikation mit dem Patienten leichter und wir helfen dem Patienten, weil der Arzt natürlich gründlicher arbeiten kann. Im Prinzip profitieren alle Beteiligten davon. Der Medizinstudent gewinnt extrem viel an Erfahrung. Als zukünftiger Arzt werden wir immer wieder mit Geflüchteten zu tun haben. Man lernt, wie man eine Anamnese erhebt, aber wie macht man das, wenn man sich nicht unterhalten kann? Ich habe 2018 Arabisch für Mediziner als Wahlfach gegründet in Düsseldorf. Meine Idee war, dass wir die Sprache nicht komplett beibringen, sondern dass der Medizinstudent lernt, wie man mit solchen Leuten umgeht. Kleinen Dialog zu jeder Krankheitsbild. Der Patient ist angespannt, weil er die Sprache nicht kann und er weiß nicht, was passiert jetzt. Aber wenn er weiß, der Arzt ein bisschen kann, dann können wir diese Harmonie schaffen, diese Entspannung von der Situation zwischen Arzt und Patient. Das erste Wahlfach, was wir eigentlich gemacht haben, ist sowohl für Dolmetscher als auch für Medizinstudierende. Da wird das Gesundheitssystem nahegebracht, so was sind die Rechte der Geflüchteten, was könnten für Probleme auftauchen bei der Begleitung. Da bieten wir am Ende ein Reflexionsseminar an, in dem die Begleiter über ihre Erfahrungen reden und erzählen. Da ist vor allem der Austausch sehr wichtig, wo gab es Probleme. Wir haben parallel zu der Arztbegleitung überlegt, wie wir noch auf anderen Wegen die Versorgung von Geflüchteten verbessern können. Zum Beispiel, wenn kein Dolmetscher vorhanden ist. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, Anamnesebögen zu übersetzen und so zu gestalten, dass man sie nur mit Ankreuzen ausfüllen kann. Das sind zweisprachige Anamnesebögen. Die Vision dahinter ist, dass fremdsprachige Patienten überall Hilfe bekommen können. Der Arzt kann das in einer Minute komplett durchlesen und dann bringen wir den Patienten näher an Niveau von Gesundheitsversorgung von einem deutschen Patienten, der lange Jahre beim Hausarzt betreut ist. Die Anamnesebögen sind jetzt schon frei verfügbar. Die Vision für später ist, dass wir das alles in eine App packen. Die ist auch gerade dabei, entwickelt zu werden. Die Initiative besteht mittlerweile aus über 150 Ehrenamtlichen. Wir konnten in den letzten Jahren sicher über 400 Begleitungen durchführen. Medidus ist eine ganz bunte Truppe. Ganz viele haben einfach den Wunsch, was Gutes zu tun. Ich meine, das ist ja auch so ein Grund, warum man Medizin studiert. Bei uns, wenn die Gruppe zugestimmt hat, dann machen wir das und dann stehen wir alle dahinter mit Motivation, großer Motivation. Ich persönlich habe die Motivation, weil meine Eltern selber geflohen sind, die viel Hilfe bekommen haben und ich etwas zurückgeben möchte. Uns ging es halt darum, der Gruppierung in größter Not zu helfen, aber wir haben ja auch vor, in den nächsten Jahren es etwas aufzuweiten auf jegliche Menschen, denen wir irgendwie in dem Bereich helfen können, weil Gesundheit einfach die Grundlage ist, um Teil der Gesellschaft sein zu können.